Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Big Numbers. Heute präsentiere ich Ihnen Facts and Figures der Schweizer Börse für den Monat März, darunter die Entwicklung des SM-Index sowie Handelsvolumen und Abschlüsse. Außerdem beinhalten die Big Numbers wie immer besondere Highlights. Das erste Börsenquartal endet mit einem verlängerten Osterwochenende und Anpassung an die Sommerzeit. Ich hoffe sehr, Sie konnten die Zeit mit Familie und Erholung positiv gestalten. Im Rückblick brachte das erste Quartal so manche Überraschung. Nebst vielen Jahresresultaten der börsengelistenen Firmen überrascht uns auch die Schweizerische Nationalbank mit einer Zinssenkung als einer der ersten Zentralbanken. Der Markt wartet nun gespannt auf die Reaktionen des FED und der EZB. Dies beflügelte die Märkte zu neuen Höchstwerten. Der SMI-Index setzte sich ebenfalls sehr positiv in Szene und beendete den März mit plus 2,6% auf 11.730 Punkten. Und die Jahresperformance beträgt bereits ansehnliche 5,3%. Die Umsätze entwickeln sich durch alle Assetklassen sehr positiv im Vergleich zum Vorjahr. So erhöhte sich der tägliche Handelsumsatz der Blue-Chips-Aktien um 5,4%, das heißt von 2,16 Milliarden auf 2,28 Milliarden. Noch ausgeprägter ist die Zunahme der Umsätze bei den ETFs und strukturierten Produkten. Dieser Wert erhöhte sich um rund 20%, bei den ETFs von 122,4 Millionen auf 147,2 Millionen, bei den Struktis von 26,9 Millionen auf 32,6 Millionen, im März-Vergleich sogar um über 46% auf 39,5 Millionen durchschnittlichen Tagesumsatz. Wir stellen mit Freude fest, dass sich die Anleger erneut aktiver im Markt engagieren und das aktuelle Börsenumfeld zur Bewirtschaftung ihres Portfolios rege nutzen. Insgesamt wurde an der Schweizer Börse im März ein Handelsumsatz von 118,8 Milliarden Franken erzielt, 5,3% mehr als im Februar. Mit 344,9 Milliarden seit Jahresbeginn liegt er zudem 14,7% über den Wert nach dem ersten Quartal 2023. Blicken wir auf die Kotierungsaktivitäten in den Produktsegmenten, so gab es sowohl bei den Anleihen als auch bei den strukturierten Produkten ein Plus gegenüber dem Vormonat mit 5,9% respektive 24,4%, wobei im März sogar über 10.000 neue strukturierte Produkte zugelassen wurden. Darunter waren auch bereits zahlreiche auf Galderma. Der Börsengang des führenden Dermatologieunternehmens am 22. März bei SIX Swiss Exchange war mit einer Marktkapitalisierung zum Handelsstart von 14,5 Milliarden Franken das größte IPO in der Schweiz seit 2017. Galderma platzierte 2,3 Milliarden an neuen Aktien zu 53 Franken. Der Eröffnungspreis von 61 übertraf die Erwartungen der Marktteilnehmer. Nun gilt es, die Performance im Alltag zu bestätigen. Erfreulich entwickeln sich auch die Handelsumsätze der Kryptoprodukte. Der März bescherte einen Monatsumsatz von 687 Millionen. Das bringt den ersten Quartalumsatz auf 1,285 Milliarden. Dies übertrifft den Handelsumsatz des ganzen Vorjahres bereits, welcher 1,239 Milliarden erreichte. Bei den Abschlüssen fehlen noch ein paar Trades. Mit dem bevorstehenden Halving von Bitcoin wird aber auch dieser Wert sehr bald übertreffen werden. In Zahlen heißt dies, Anzahl Transaktionen des ersten Quartals belaufen sich auf 73.550 gegenüber dem ganzen Vorjahr mit 85.633. Per April tritt nun die neue Kryptoregulierung in Kraft, welche eine Ausweitung der zugelassenen Kryptobasiswerte zur Folge hat. Wir warten in naher Zukunft weitere Basiswerte wie auch neue Emittenten. Auf unserer Webseite und Social Media informieren Sie laufend über alle Neuzulassungen. Das waren die Big Numbers von SIX Swiss Exchange für den Monat März. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen guten Start ins zweite Quartal. Auf Wiedersehen!